Hallo und herzlich willkommen bei Welt of Campbell. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Someone's War Sky Arena. Ich starte das Spiel so wie gestern. Ich mache meine Box aus. Und da war's. Da war die Musik. Ach ja. Okay. Da sind meine schönen kleinen Monster. Zack, bekommen. Gut. Level 18? Nee. Keine Revanche. Gegen Level 18er will ich nicht kämpfen. Vielleicht würde ich ja gewinnen, aber ich will es nicht riskieren. Tägliche Runenpflege. Leite Runen dreimal auf. Monster. Okay, was ist das da? Zwei gleiche? Dann gehen wir erstmal auf Huno auf. Ich soll eine dreimal aufwerten. 6, 1. Dann werten wir jetzt auf. Aufwerten. Okay. 1. 2. Die 1 steht immer noch da, das ist jetzt ein plus 7 vor. Naja, ich lerne noch. Oh, warte mal. Das ist für unten links. Da brauche ich noch eine. Vielleicht, das ist für oben rechts. Für oben rechts. Unten links grau. Was haben wir? Grau? Blau? Das Zeichen habe ich noch gar nicht da drin. Dann nehmen wir den hier, oder? Haben wir. Jawohl. Zack, zack, zack. Fertig ist es. Die ist jetzt komplett ruiniert. Ich wollte mal wieder witzig sagen. Gravieren. Ah, hier geht nichts mehr.
geht noch. Um rechts. Klavier, jawohl. Um links, gravieren. So, dann gehen wir zum nächsten über. Gravieren. 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 Und jetzt gehen wir zum nächsten. Gravieren. 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 Was ist mit denen hier? Warum hat er ein Schloss? Oh, hier noch oben links einer. Legendäre Rune. Na, gut. Drei Monster beschwören. Okay. Dann wollen wir mal drei Monster beschwören. Beschwören. 4 von 300 sind. Uiuiui. Also, ich kann einmal hier 4 mit den Herz beschwören. Eine mystische Beschwörung. Dann hier 40 Mal und hier 62 Mal. Aber die Beschwörung kostet 10.000. Naja, okay, ich habe ja noch genug. Eins. Zwei. Mit was Richtiges Gutes. Drei. Ich glaube, der ist gut. So, das waren meine drei Beschwörungen für heute. Freundschaften, die Sozialpunkte. Machen wir. Wo sind meine Freunde? Community. Freunde. Und an allen versenden. Zack. Perfekt. Nächste Quest. Arena. 5 Arena-Kämpfe. Aber erstmal schaue ich kurz mein Monster an. Meine 3 neuen. Ach, mein Bauch. 3 Sterne, 3 Sterne. Ah, es sind alles nur 3 Sterne Monster. Ich habe den Lilanimunia. Können die nicht sortieren? Die habe ich neu gekriegt. Na, hier steht nicht, wie viel ich von wen habe. Das ist ein bisschen doof. Das ist doch besser. Habe ich viel mehr auf den Blick. Auf einen Blick da. Genau. Der ist neu. Der ist neu. Der ist neu. Ich meine, den habe ich noch nicht. Nein. D.
Die bei Mumien habe ich auch noch nicht. Ich habe zwar eine Mumie, aber nicht diese. Ich habe die lila eine Mumie. Hier ist blau und rot. Würde ich sagen, ist das blau und rot. Ja, gut. Gut, dann machen wir jetzt Arena. Arena. Kampf gegen den. Ach so, war ein Sieg gewesen. Schaffe ich den 900 auch noch? So. Kämpfen. Und das ist meine Abwehr. Ich greife mal mit meiner Abwehr an. Schauen, wie stark die sind. Super. Aber wo steht jetzt, wie stark ich bin? Ich pumpe hier was auf. Eingriff habe ich weggepackt. Boah, ne. Das war mein Ende. Tod. Also 1000. 6er meine, der hatte 1002, habe ich gerade gelesen. Dann müsste ich vielleicht gegen den hier gewinnen. Gegen den auch gewinnen? Nee. Gegen den gewinne ich nicht. Und das ist also über 1000. Aktualisieren. Oh, schön. Also ich habe jetzt zwei Kämpfe gehabt. Das ist jetzt der dritte. Oder zwei Siege gehabt. Drei Kämpfe insgesamt, aber zwei Siege. Das ist jetzt der dritte Kampf. Hast du doch nur eine Stärke von 800? Kann das sein, dass der so stark ist? Ich bin gerade ganz fassungslos. Entsetzt.
Ja, dann ist das jetzt der vierte Kampf. Naja, eigentlich müsste jetzt schon der fünfte Kampf sein. Vielleicht reicht das ja schon. Ich schau mal kurz nach. Wenn nicht, kann ich ja jederzeit wieder zurückgehen. Doch, war der fünfte Kampf. Es zählte nur Kampf, nicht Sieg. Und jetzt fehlt uns nur noch zum Schluss die Szenario-Kämpfe. Ich mach das jetzt so, ich gehe da rein. Den stärksten von meinen Freunden. Sind die anderen, die Level 1? Ach, die sind da oben erst. Angriff. Schauen wir uns das Video einmal an. Schön. Vorbereiten, das war Kampf 1. Jetzt kommt Kampf 2. Ja, schon. Easy going. Ich glaube, ich bleibe die ganze Zeit bei denen hier. Und bei den 40er. Das ist cool. Geht am schnellsten. Haha. Wann habe ich denn von denen das Max-Level erreicht? Oh, jetzt halt nur Wasser. Alles vier Wassergeister. Wassergeister, Wassermonster. Das war die Wasserparty. Kampf.
muss die eine Truhe kurz löschen. Gleich wieder da. Keine Panik. Das ging hier drauf. Verteidigungsprofil an. Oder? Ach, so sind sie sortiert nach Attributen. Bis Nummer 2. Ach, und hier war das auch, wie ich die Skills aufwerte. Jetzt habe ich es gefunden. Gestern habe ich es gesucht und jetzt finde ich es. Das war es auch schon, ne? Ich glaube, mit die kann man auch gar nicht angreifen, die sind nur zum Leveln da. Gut, haben wir aber jetzt sowieso hinter uns. Einmal so weit. Da. Da ist der Cheffe. Und 1, 2, 3. Kampf. Das ist aber Kampf 5. Kampf 6. Nein, meine Truhe ist kaputt. Ich denke mal, die Truhe muss jetzt sowieso wieder spielen. Ja. Woher wusste ich das?
Juhu! Leveln, leveln, leveln! Kampf 8! Mein Baum ist gestorben. Kampf 9. Und der letzte Kampf. Fertig! Dann schauen wir mal kurz hier nach. Alles. Diamant. Und wofür brauche ich das? Baue einen Tempel der Wünsche. Tempel der Wünsche. Das ist teuer. Warum muss ich das denn so viel bezahlen? Was kann man da machen? Wünsche. Okay. Und super, eine Schriftrolle. Gut. Was steht denn dann noch bei? Durchsuche den weißen Berg am Ragon. Ragon. Ja, da, so weit bin ich, das weiß ich. Und was gibt es da noch? Baue ein Akumturm, um deine Verteidigung zu stärken. Ah, das ist der hier. Jetzt weiß ich, warum der Turm immer da ankommt bei Arena.
Baue einen magischen Laden. Magischer Laden. Und was kann man da machen? Kaufen. Nee, ich will nicht kaufen. Ich gucke erstmal nur. Okay, weiter geht's. Vergrößere die Insel. Schön. Kaufe das Heiligtum der Energie im Ehrenshop. Heiligtum der Energie. Das ist der Turm. Okay, haben wir gemacht. So, haben wir noch was da? Baue ein Kristall, war das, oder? Eine Kristallmine. Okay, Kristallmine. Kaufen, jawohl. Das ist ja kein Bauen, das ist mal Kaufen hier. Dann nehme ich die andere Mine. Bewegen. Nehme ich sie mit nach hier unten. Behalten, okay. Ist er mir jetzt hier abgestürzt? Scheint so, ne? Na gut, ich bin sowieso fertig. Das geht noch. Gut, dann geht mir das Spiel nicht mehr. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Dann sage ich mal, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Oh, das bin ich wahrscheinlich. Zocken am Laptop? Nee, bin ich doch nicht. Tschüss.